Hi Leute, willkommen zur zweiten Folge von meinem Minecraft-Projekt. Und ja, wir haben jetzt schon angefangen, das Haus zu bauen. Ein bisschen und ein bisschen unsymmetrisch. Aber ja, mein Minecraft-Projekt kommt jeden Tag um 18 Uhr hier auf diesem Kanal. Und ja, ich würde sagen, spielen wir doch mal hier weiter glatt. Und bauen wir einfach mal das Haus zu Ende. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das ist, wenn man ein unsymmetrisches Haus baut. Vielleicht sieht das ja auch mal cool aus. Wer weiß das schon. Aber ja, ich hatte halt überlegt, dass ich dann im Nachhinein das noch so mache, dass ich da ein bisschen das Haus ein bisschen anders baue oder so. Ja, vielleicht andere... Wie so Quarz oder so ein modernes Haus, sowas hatte ich auch überlegt. Ne? Je nachdem, wie einem ist. Kommt ja mal drauf an, ne? Es war doch so, mit Steinplatten können Monster die Tür nicht öffnen. Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich glaube, da müsste ich das kurz backen. Zwei Stück müssten ja eigentlich ausreichen. Dann kann ich das so machen, dass ich da Platten hin tue, dass ich die Tür nicht aufmachen muss. Von innen kann ich ja trotzdem normale Platten machen, einfach aus Holz. Und ja, dann brauche ich mir da keine Arbeit reinzustecken. Mal gucken, schafft er noch ein? Und? Ja, einen hat er noch geschafft. Gut. Dann, nee, das wollte ich nicht. So. Wir haben hier eine Steinplatte. Da mache ich auch direkt mal. Ach so, ich hätte ja noch eins mehr brennen können, weil ich will auf jeden Fall noch eine zweite Tür hin machen, weil das Haus so groß ist. Aber von innen machen wir die hier. Und von außen machen wir die hier. Gut. Das sieht doch cool aus. Okay, wo wollen wir die andere Tür hinsetzen? Ich check mal, wo die coolste Position ist. Vielleicht mache ich auch drei Türen. Also, das ist... Hier könnte man die machen. Aber ich würde sie, glaube ich, eher tatsächlich hier machen. Ich guck nur. Ja. Wo das unverarbeitete Holz ist. So, also zum Abchecken. So. Okay, dann bauen wir innen drin auf jeden Fall schon mal eine Platte. So, ich check mal. Sorry. Boah. So. Und dann würde ich jetzt noch einen Stein backen. Wie nennt man das? Braten? Wie nennt man das, wenn man Stein kocht? So. Ich meine, wer kocht einen Stein? Wer kocht einen Stein? Okay, ich glaube, es ist nur noch für einen genug. Aber wir brauchen ja eh nur einen Stein eigentlich. Ah, das ist vorher schon ausgewiesen. Nee, okay. Dann baue ich jetzt noch eine Steinplatte. Vielleicht mache ich noch eine dritte Tür, je nachdem. Okay. Gut, dann würde ich auf jeden Fall den Boden, den brauchen wir jetzt noch nicht zu machen, aber ich würde tatsächlich, glaube ich, Glas schon machen. Brauche ich nicht immer so zu springen. Dann nehme ich das für eine Schaufel und ich würde dann aber dann irgendwann sagen, dass wir vielleicht so gegen Ende nochmal in die Mine schon gehen und ein bisschen Eisen farmen. Aber jetzt würde ich erstmal ein bisschen Sand mir holen, dass ich... also Eisen und Kohle natürlich auch. Kohle ist wichtig, damit wir braten können angenehmer. Und Eisenrüstung etc. Aber jetzt würde ich erstmal Sand farmen. Vielleicht ein bisschen viele Schaufeln. Okay, ästhetisch müssten wir das... Sollten wir das nicht direkt vor der Haustür machen. Vielleicht hier drüben. Ah, ist da eine Hülle? Oha. Okay, gut zu wissen. Dann können wir da reingehen, auf jeden Fall. Okay, ich versuche das so abzubauen, dass es immer noch ästhetisch aussieht, einfach.
Bam, bam. Richtiger Beat hier, wow. Bam, 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 bam. Ja, ich fand das einfach mit ab. Wie gesagt, abfahren so, dass es ästhetisch aussieht. Okay, ich fange nochmal von da an. Einfach komplett den Sand. Ah! Den Sand hier. Können ja auch mitmachen hier mit dem Beat. Einfach so ein Remix draus machen. Gibt's sowas? Es gibt doch bestimmt so Minecraft-Remixer mit den Sounds. Keine Ahnung, habe ich nie geguckt. Na, ist doch gut, dann bin ich schon ein bisschen. Wir haben fast 2 Stacks schon. Wow. Ich denke auf jeden Fall, ich würde das dünne Glas machen. Werde ich auf jeden Fall noch abchecken, wie das dann aussieht. Vielleicht so mit so einer Blaufärbung oder sowas. Ich könnte auch gucken, ob ich ein Texture Pack mir installiere. Dass ich sozusagen nicht nur die Rolle hier spiele. Das war ein Einblick. Genau. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Einfach, ob ich dann irgendwann ein anderes. Oh, da sind Pferde. Success. Ja, einfach ein anderes Texture Pack oder so. Ich glaube, es ist hier gar kein Sand mehr. Doch, da ist noch ziemlich viel Sand. Upsi. Okay. Ja, den würde ich jetzt einfach komplett abfahren. Ah, kommen wir auch von hier in die Höhle. Ist da? Ja, das Eisen. Das können wir uns dann gleich gönnen. Aber ich würde dann, ach nee, ich habe ja gar keine Kohle. Ja, dann würde ich das, den Sand in eine Truhe tun und dann können wir schon runter in die Höhle gehen. Hier, das baue ich jetzt auch noch ab. Guck mal, da haben wir mehr als 3 Stacks. Das ist auch noch irgendwie Höhle. Ah, guck mal, perfekt. So können wir direkt schlafen gehen. Noch nicht, okay. Aber ja, ich packe das jetzt erstmal hier rein. Hier können wir in die Reihe vielleicht Baumaterialien tun oder so. Dann würde ich das hier hin tun. Hier auch Dirt. Ich würde auf jeden Fall einen Stack Dirt mitnehmen, damit ich mich in der Höhle irgendwie bauen kann oder so. Weiß nicht, wie lange ich in der Höhle bin, nehme ich auf jeden Fall auch ein bisschen was hiervon mit. Holz packen wir auf jeden Fall hier weg. Ja, man weiß nie, ich habe noch nicht so viel Essen, nehme ich lieber. Rotten Flash mit als nichts. So, eine Axt haben wir nicht. Das ist jetzt die Lücke für die Axt sozusagen. Ja. Aber ja, wie ich meinte, würde ich dann jetzt gleich da reingehen. Aber ich würde mir jetzt noch eine zweite Box hier basteln. Also in die Höhle reingehen, so meinte ich das gerade. So, aber schlafen wir nochmal die Nacht über und dann können wir gegenüber in die Höhle schon reingehen. So. Also, dann würde ich jetzt erstmal Eisen holen.
von dort. Hallo. Ich glaube, ich habe doch den Gamma-Wert immer noch hoch. Ist schon relativ hell. Das war auf jeden Fall cool. Das war für ein Zombie hier. Aber ich würde jetzt unter Wasser dann gehen, weil da komme ich, glaube ich, schneller in die Höhle rein, als wenn ich von hier jetzt gehe. Ich muss mal checken. Ja! Immer gucken, ob irgendwo noch Stuff ist. Der scheint jetzt gerade überirdisch zu sein, der Zombie. Das ist sehr laut immer. Das für mich ist, glaube ich, lauter als für euch. Okay, ich check mal. Höhlengeräusch. Okay, dann können wir auch von hier reingehen. He really did that? Okay. Holy moly, there's a creeper. Ups, wir müssen auf jeden Fall uns auch ein Schild basteln. Das steht fest. Ach, hier ist er nicht mehr. Aber da haben wir schon mal ganz gut... Boah, ich dachte mich so erschreckt von dem Pferdgeräusch. War da nicht gerade irgendwo noch Eisen? Dann würde ich das Eisen absichern und dann in die andere Höhle noch reingehen, würde ich sagen. In die Unterwasserhöhle. ja, einfach, dass das Eisen sicher ist. Haben wir ja schon ein bisschen was. Dann würde ich halt gucken, dass ich auf jeden Fall Kohle zusammenbekomme, dass ich dann das auch braten kann alles. Weil ich habe bisher mehr Eisen gefunden als Kohle. Was? Okay. Boah, es ist so warm mit der Softbox auch. Ich will mir auf jeden Fall irgendwann dann auch solche, so eine Dinger holen, die nicht warm werden bei der Beleuchtung. Weil es ist einfach viel zu warm mit der Softbox. Aber, naja, für gute Videoqualität ist das schon wichtig, würde ich mal sagen, ne? Okay. Ich würde abchecken, dass ich vielleicht, bevor ich runtergehe, mir auf jeden Fall noch mehr, das behalte ich. Jetzt noch ein bisschen mehr Fleisch hole, weil wir haben zwei und wir haben jetzt schon zwei Balken verloren. Und Äpfel helfen nichts wirklich und das andere gibt da nur Vergiftung eventuell. Das heißt, ich würde jetzt erstmal ein paar Kühe hier in der Gegenwart töten. Okay. Gut. Dann würde ich noch eine Kuh einfach töten. Ich glaube, das dürfte schon ausreichen. Oder ein Schaf. Dann kann ich auch zwei Schafe vielleicht töten oder so. Sollte erstmal reichen. Solange will ich jetzt auch nicht in die Höhle. Nur vielleicht kann ich mir schon eine Full Iron holen oder ein bisschen was. Auf jeden Fall ein Schild, das muss ich abchecken, wie ich das mache. Okay, das muss ich auf jeden Fall jetzt braten. Wobei, ich glaube, ich brate das nicht, sondern ich gucke, dass ich in der Höhle einfach Kohle finde. Das können wir alles hier machen, das passt sehr gut. Ja, ich versuche in der Höhle Kohle zu finden und das dann so zu benutzen. Dass ich jetzt kein Holz noch verschwenden muss, weil die Kohle ist ja auch für was gedacht. So, ich hoffe, ich komme dann hier jetzt irgendwie rein. Ah. Okay. Ich muss wieder hoch. Ich habe jetzt auch kein Fenster oder so. Der Trick müsste ja eigentlich noch funktionieren, oder? Ich habe den zuletzt verwendet. Weiß ich nicht. Ewigkeiten. Da wurden die Unterwassertempel das erste Mal eingeführt. Habe ich diesen Trick verwendet. Dann
Ich würde es einfach machen. Geht ein Fenster so? Ja! Sehr gut. Ah, guck mal, das können wir auch stacken. Ach so. Nee, wir können uns ja dann so eine Luftquelle machen oder sowas. Baue ich da sowas hin irgendwie? Ja, wie ich auch schon erwähnt hatte in der letzten Folge. Also ich werde auf jeden Fall, nein, es funktioniert nicht mehr. Die haben das Feature weggemacht. Warum haben die das weggemacht? Das war doch der Trick der Tricks. Okay, wie kann ich dann jetzt unter der Höhle, in der Höhle fahren? Dann müsste ich mir sozusagen da irgendwas basteln oder so. Ja, dann würde ich irgendwo anders. Dann würde ich mich, glaube ich, einfach im Boden reingraben oder so. Wenn ich da jetzt nicht hin kann. Aber wir können uns das ja merken. Vielleicht basteln wir uns dann irgendwann solche Drinks oder sowas, wo man dann länger atmen kann. Die findet man ja auch manchmal. Also Zaubertränke und dann gehen wir in die Höhle rein. Aber vielleicht ist die Höhle ja auch so weit, dass wir die hier schon erreichen oder so. Sicher dann. Ja, baue ich einfach. Super, guck mal, direkt Kohle schon. Oh. Sehr cool. So. Hier war einfach so ein Huhn. Guck mal, schöne große Quelle. Ja, ich würde mich da noch ein bisschen weiter runter buddeln. So, dass wir ein bisschen mehr noch bekommen. So. Baue ich mich in die Richtung runter. Baue ich hier aber die Treppe wieder. Bob. Bob. Okay, dann können wir jetzt hier weiter runter buddeln. Das Problem ist ja jetzt, wenn ich hier keine Fackel hinsetze, dann kann hier was spawnen. Weil das Gamma ist ja nur für unsere Augen. Das ist ja nicht... Also der erkennt es ja nicht... Im Spiel erkennt er nicht, als dass es hell ist, sozusagen. Also da kann was spawnen, weil es im Spiel, glaube ich, zu dunkel ist. Können wir mal kurz abchecken. Was ist das mit der Helligkeit? Kleinlight 5. Man braucht, glaube ich, 2, damit nichts spawnt. Ja. Ich hatte auf jeden Fall gerade noch in meinem Blut gesteckt, dass ich auf F3 drücken muss, um das zu öffnen, dieses Menü, wo man die Koordinaten immer sucht. Ich hatte ja auch auf meinem Main-Channel, also Dawn Plus, hatte ich auch Minecraft angefangen, aber das hatte mir irgendwie nicht so Spaß gemacht, weil ich irgendwie kein Ziel hatte. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, ich will den Enderdrachen besiegen. Ich denke Full Diamond und sowas mit Verzauberung. Das will ich alles haben und das habe ich noch nie gehabt. Full Diamond, glaube ich. Und das will ich auf jeden Fall machen. Ah, guck mal, die Pickaxe ist jetzt schon fast verbraucht. Aber wir haben ja alles, um was neu zu bauen. Ich würde jetzt einfach komplett runterbauen und dann könnte man da auch schon nach Diamanten suchen. Vielleicht. Bei welcher Höhe farmt ihr? Also ich bin eher so ein 12-Farmer bei Diamanten. Eine Spinne. Das war der falsche Block. Sehr gut. Hier machen wir gleich 2 Stück. Das bauen wir ab, damit wir es wieder im Inventar haben. Okay. Erde können wir dann auch nach oben dingsen. Es war ja nur, solange ich noch kein Stein im Inventar habe, damit ich mich irgendwo hochbauen kann oder sowas.
Okay. So. Ich hab das Redstone für einen Moment, aber das war nur das, der Stein hier. Aber ich würde mal wieder hier diesen Move machen und sagen, 20 Minuten sind wieder um und wenn es euch gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall den Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare ja, irgendwelche Tipps, Tricks oder einfach so irgendeinen Kommentar. Und ich danke euch fürs Zuschauen und guckt auf jeden Fall dann in die Playlist rein, da wird es dann immer mehr Folgen geben und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video, also ciao!